Hello und welcome back. Unter Wasser, in der Zukunft scheinbar und immer noch vollkommen ahnungslos, was hier genau abgeht. Aha. Endlich. Das hat mir bisher noch gefehlt. Also wirklich. Aha. Okay, ich hoffe, sie hat es noch geschafft. Sonst können wir nämlich jetzt hier auch nicht weg. Aha, eine Heilstation, aber die brauchen wir ja nicht. Oh oh. Wobei ich gerade überlege, ob wir sie vielleicht doch noch mitnehmen. Ah, nicht, dass wir jetzt hier wieder Strom abzapfen. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht gameplaymäßig auch noch eine Rolle spielt. Weil immer, wenn wir die nutzen, geht ja irgendein elektronisches Gerät kaputt. Nicht, dass wir den Strom vielleicht brauchen. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Eine IKEA-Bauanleitung. Ah. Manifest. Oh, da muss ich jetzt gerade wieder an Near Death denken, wo wir ein Manifest finden müssen. Shuttle Beat. Route YB nach Theta PR. Abfahrtsdatum gibt's keins. Gegenstände Ticket. LG Spannseil. Gefahrenbericht Nummer 11. Helper Kit 4x. Auto Inflator. Okay. Aufschlagsereignis. Ah. Am Morgen des heutigen 12. Januar schlug der Komet Telos um 5.13 Uhr Ortszeit in den Pazifischen Ozean ein. Dieser Aufschlag ist eine der stärksten Kollisionen, die jemals in der Geschichte der Erde aufgezeichnet wurden. Alles deutet darauf hin, dass die Erdoberfläche völlig verödet ist und kein Leben mehr erhalten kann. Die einzigartige Position von Pathos 2 hat unserem Personal unvergleichliche Sicherheit geboten. Es ist zwar zu einigen Strukturschäden gekommen, jedoch wurden keine Todesfälle berichtet. Der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikationsstation auf der unbemannten Oberflächenplattform Omega, was unter den gegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. Theta wird ein Notfallmeeting abhalten, um die Zukunft von Pathos 2 und damit letztlich der ganzen Menschheit zu besprechen. Weitere Informationen diesbezüglich folgen in Kürze. Aufseher K. Forkrillin. Video. Also scheinbar haben nur die Arbeiter von Pathos 2, die Firma, die das hier alles wohl aufgebaut hat, den Vorteil genossen, hier sich Schutz zu suchen. Aber wenn das jetzt hier das Terminal ist, das Shuttle, das sieht ja nicht so wirklich betriebsbereit aus. Aber wir müssen ja nicht zwingend fahren, wir können ja auch laufen. Wenn das denn eine gute Idee ist.
gerade mal den hier machen. Instandhaltung. Mal, die hat hier aber top Arbeit geleistet, die Instandhaltung. Oh. Ach du Scheiße. Ich will dich doch nicht verletzen. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Das ist Amy. An die die Nachricht gerichtet war von dem Kerl. Können wir ihr die nicht noch zeigen? Können wir ihr nicht wenigstens von ihrem Liebsten noch eine Nachricht zeigen? Ich kann gar nichts mehr tun. Ach du Scheiße. Sie lässt sie nicht es lässt sie nicht sterben. Okay. Kann ich hier... Are you okay? Ich glaube, daraus wird nichts, meine Liebe. Ich glaube, daraus wird nichts mehr. Okay, jetzt ist aber hier die Stromversorgung wieder an. Das Vieh hat quasi die Stromversorgung abgezapft. Um sie am Leben zu halten. Beziehungsweise scheinbar hat sie immer noch genug Strom, um selbiges zu tun. Alter. Okay, können wir jetzt... Hä, da stand doch eben aber Shuttle-Dingsbums ist online. Nee, Quatsch, das haben wir uns schon angeguckt. Ah! Ah, okay. Aha. Können wir jetzt hier... Ah, hier ist ja noch ein Shuttle. Ah, okay. Und das sieht auch schon deutlich betriebsbereiter aus. So, wir lesen erstmal hier das Ding. Pathos 2. Flutbare Luftschleuse. Reparaturset. Duplex 2. Pumpe 2-mal. Mehrzweckreiniger 1-mal. Ventilpaket 5. Dichtungsringe 10. Schlagschrauber 1. Flexible Rohre 4. Hm. So, dann machen wir doch hier mal den da. Stecken unser Omnitool ein. Shuttle J6 activated. Warning. Unreliable power. Proceed with caution. Ja, ist ja nicht so, dass wir eine Wahl haben, ne? Okay, wir wollen zu Theta. Wir sind da? Ah ne, hier sind wir, hier sind wir. Und wir wollen zu Theta darüber. Da müssen wir aber erst über Lambda. Und ich denke mal, dass wir nicht einfach so an Lambda vorbeikommen. Ich fürchte, dass wir da einen Zwischenstopp machen müssen. Zielort bestimmen. Theta, ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Ich hoffe, dass die Fahrt animiert ist, dass sie das zeigen und nicht einfach nur Cut. Ah, okay. Gibt nicht viel zu sehen. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. Okay. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles. Without risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now linking up Salon for Theta. Theta is considered the heart of Pathos 2. It houses station administration, medical facilities, and the payload assembly crew. Press
mapping and programming satellites before they are shipped off to Phi for launch. Okay. Strom instabil, ich sag's doch, wir werden nicht einfach so nach Theta kommen. Das sah nicht so gut. Das sah nicht so gut. Lass mich raten, wir sind auf Lambda gelandet. Oder in Lambda oder wie auch immer. So, machen wir hier mal den. Nicht, dass ich gewusst habe, was da passiert, wenn ich den Hebel drücke, aber... Ah, okay. Hier ist alles schön im Sack. Es ist schade, dass wir keine Füße haben. Nicht mehr. Hoch. Nehmen wir mal den Anruf an. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for a suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Maintenance hatch. No problem. What's going on up there? I gotta go. See you soon, Simon. Catherine? You okay? Also bevor ich hier weitermachen würde, würde ich von der erstmal wissen wollen, was ist passiert. Wobei, ich denke mal, dass die selbst gar nicht genau weiß, was mit uns konkret passiert ist. Warum wir hier sind plötzlich. Das wird die uns auch nicht sagen können. Ich will nochmal eben kurz ein Stück weitergehen und gucken, ob wir da noch irgendwas... Okay, hier können wir uns nochmal Heilung holen. Machen wir auch mal. Was? Alter, lass mich los. Jesus Christ, what the hell? Ich sag vorhin noch, es ist vielleicht keine so gute Idee, immer diese Dinger zu benutzen. Ich hau mal ab. Ich hau lieber ab, um eine Figur aus Majesty zu zitieren. Na, achso, hier, komm. Aber Arme haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Fuck, I forgot the Omni tool back in the shuttle. Oh nee. Oh, ich bin aber auch so doof. Ich hätte es mit Sicherheit gleich mitnehmen können. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch so gewollt, dass man jetzt. Aber wir erinnern uns die Tür. Die Tür. Die ist da gerade ein bisschen. Gecrashed hinter uns. Und ich fürchte, dass wir damit gleich Wasser kommen. Nee, Wasser ist es nicht. War das? Ich fürchte, wir werden das bald herausfinden. Aber wie gesagt, wenn man so gar nicht weiß, was einen bei dem Spiel hier erwartet, dann spielt es auch sehr schön, finde ich, mit den Erwartungen des Spielers. Also jetzt habe ich zum Beispiel fest damit gerechnet, dass die Tür aufgeht oder uns irgendein Vieh hier entgegenkommt. War aber nicht der Fall. Zack.
Sequenz im Gang. Aha. Da geht's raus. Wird geflutet und dann können wir wahrscheinlich gleich hier raus. Können wir wahrscheinlich... Ah, jetzt. Eben hat er geladen. Da geht er auf. So, dann gehen wir mal rüber zu Lambda. Ja, du bist gut, mein Freund. Aber dass wir rennen können unter Wasser, finde ich sehr interessant. Falls das schon mal jemand versucht hat, weiß er, was ich meine. Ich bin so ein richtiger Gaming-Tourist. In allen Spielen, die optisch gut aussehen, und das sind mittlerweile halt auch schon wirklich viele, will ich Screenshots machen. Ohne Ende. Und das gar nicht mal nur für die Thumbnails, sondern einfach, weil ich das teilweise so schön finde, dass ich es festhalten möchte. Ah ja, Lambda 350 Meter. Das ist echt wie so ein Fußgängerweg hier ausgeschildert. Als wären wir nicht, was weiß ich, wie viel 100 Meter unter der Wasseroberfläche. Was haben wir denn hier? Lambda. Hä? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier richtig ist, oder? Gott, der ist am Keuchen. Nee, das ist nicht richtig. Aber zumindest das mit dem Springen haben sie gut umgesetzt, dass das halt so ein bisschen wie in der Schwerelosigkeit ist. Vielleicht können wir auch so schnell rennen, weil wir irgendwie... Das klingt so ein bisschen mechanisch noch, während wir rennen. Vielleicht ermöglicht das dieser Anzug auch. Weil wenn wir so weit in der Zukunft sind, kann es schon sein, dass man eine Technik entwickelt hat, die es erlaubt, wirklich unter Wasser zu rennen. So, ich habe keine Ahnung, ob wir auf dem richtigen Weg sind, aber solange es weitergeht, bin ich zuversichtlich. Also ich vermute mal, dass wir Zettel wahrscheinlich eher weniger finden werden hier unter Wasser. Also hier so im Wasser direkt. Also sprich, dass wir jetzt hier irgendwas verpassen, wenn wir uns nicht in jede, wenn wir uns nicht in jeder kleinen Ecke umschauen. Na komm! Oh oh. Was habe ich gesagt? Solange es weitergeht, mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir jetzt Sorgen. Da ist auch... Ja, geht's auch nicht weiter. Shit! Okay, aber warum sind denn hier Lichter, Mann? Wenn es hier nicht weitergeht. Man muss doch davon ausgehen, dass dort, wo Lichter sind, dass es da auch weitergeht. Nein, nicht zwingend. Okay. Was ist hier? Hier ist auch nur eine Wand, ne? Ja, okay. Jetzt gehen wir halt wieder zurück. Wo war denn dieses Schild, was gesagt hat, noch 350 Meter? Dort würde ich gerne mal wieder ansetzen. Ach, hier. Ah, okay, wir sind einfach wieder zurückgerannt. Ja, so viel zu meinem Orientierungssinn. So, da gehen wir nicht lang. Da sind wir eben schon lang gegangen. Ach, wie krass. Ein U-Boot. Nee, wir müssen da lang. Dann waren wir da schon richtig.
dann muss ich nochmal genauer gucken. Lag vielleicht auch daran, dass ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass wir hier nicht lang müssen und deswegen auch den Weg quasi. Scheiße. Ich kann nicht richtig rennen. Fuck, der ist direkt hinter mir. Immer noch? Mit so einem habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Die denken auch alle, dass ein Roboter sind, dass ein Menschen sind, ne? Ja, wie komme ich jetzt an dem vorbei? Nichts überall. Garantiert nicht hoch. Das heißt, ich muss mich irgendwie an dem vorbeischleichen. Ah, okay, er ist immer noch da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einfach so an dem vorbei kann. Kann ich denn nicht irgendwie einen Stein werfen oder so? Warte mal, hier hinten scheint irgendwas. Das schwarze Blut der Wow. Schade. Ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwie das Vieh ablenken. Da muss ich jetzt versuchen mal. Oder? Ist er jetzt? Nee, da ist er aber noch. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, krass. Also, man kann also wirklich nah an denen vorbei, solange man sich nicht in diesem roten Licht befindet. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier endlich den Eingang finden. Wo bekommen wir eigentlich die Luft her? Was? Geräuschkulisse ist auch klasse. Hatte ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt, dass mir die generell bei dem Spiel sehr gut gefällt. So, hier geht es aber, glaube ich, nicht lang. Probieren wir es mal hier. Was ist das da oben? Ach, eine Leuchte mit so Algen oder sowas. Aha. Ah. Okay. Ist auch ganz cool, wenn man das Terminal anwählt, dann muss man wirklich die, das Omni-Tool nochmal bewegen. So, um dieses Vorbeiführen wie so eine Karte zu simulieren. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Was wir aber dann erst in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Tschüss.